Hallo zusammen, heute geht's um Ladebooster. Brauche ich überhaupt einen Ladebooster? Und wie stark muss dieser Ladebooster oder dieser Ladebooster sein? Viele, die haben ein Boot oder einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil und die haben vorne eine Bleibatterie drin, hier als Muster, und hinten im Aufbau ist eine Lithiumbatterie. Lithiumbatterien haben 12,8 Volt, Bleibatterien haben 12 Volt Nominalspannung. Und der Strom fließt immer vom höheren zum tieferen Temperaturniveau. Umgekehrt ist es nur mit Fremdenergie möglich. Das heißt, ich brauche ein Gerät, was die Energie von der Starterbatterie in die Aufbaubatterie bringt. Da kennen wir klassische Ladebooster. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, oder es gibt Booster oder die ganz brutale Version, ich habe ein Pickup oder ich habe einen Bus, den ich als Werkstattwagen brauche, und hinten im Aufbau habe ich dann so ein System, was ich rein und raus schiebe und den mal als Werkstattwagen brauche fürs Geschäft, steuerlich absetzen, ein anderes Thema. Und hinten habe ich dann meine Elektro-Wohnteil mit einer Lithiumbatterie. Den kann ich auch. Tolle Ideen gesehen, mit dem Stapler rausheben, ins Hochregallager stellen und am Wochenende reinpacken, einstecken, und das funktioniert. Da kann ich auch so einen Wechselrichter, das ist jetzt ein 300 Watt, im Fahrzeug fix montieren. Und in eurem Aufbau oder in der Pickup-Kabine ein Ladegerät. Und dieses Ladegerät kann ich erstens zu Hause einstecken, eben im Hochregallager, oder im Fahrzeug einstecken. Nur da muss ich dann denken, ich muss dann den, wenn ich anhalt, ausschalten oder ausstecken. Ich habe aber die Erfahrung gemacht mit dem hier, der hat einen Unterspannungsschutz, der schaltet bei 10,5 Volt aus und bei 12 wieder ein. Das heißt, er zieht die Batterie vom Fahrzeug noch ein bisschen tiefer runter und dann ist fertig. Das andere ist ein Booster, der zieht natürlich dann die Batterie vom Fahrzeug leer, wenn ich nicht über ein Trennrelais oder sonst ein System trenne. Die Frage ist immer, wie groß muss ein Ladebooster sein oder die Lademöglichkeit. Beispielsweise, ich bin hier, habe einen Camper und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich eine Solaranlage obendrauf oder ich stecke den zu Hause ein bei 230 Volt. Also wenn ich am Freitag ein Wochenende genießen will, dann ist die Batterie entweder geladen durch die Solaranlage, weil ich keinen Verbraucher dran hatte, oder ich habe den eingesteckt bei mir und die Batterie ist voll. Wenn ich also von hier zwei Stunden von mir aus ins Berner Oberland fahre, vielleicht habe ich einen Absorberkühlschrank, dann schmeißt den raus, kauft euch einen Kompressor. Ich habe einen Kompressorkühlschrank, der zieht dann 10 Ampere, bis ich im Berner Oberland bin. 10 Ampere von die, also 10 Ampere ist schon obere Grenzwert. In zwei Stunden, dann ist die Batterie hier zu 80% immer noch geladen. Da gehe ich dann auf den Campingplatz, stecke ein und das Thema ist gegessen. Da brauche ich keinen Ladebooster. Er muss auch nicht groß sein. Also, vergesst es. Ich fahre am Sonntag wieder zurück, stecke zu Hause wieder an oder habe eine kleine Solaranlage. Wenn die nur 100 Watt Solarleistung hat, ist die Batterie, auch wenn sie nur 30 Watt Solarleistung hat, ist die Batterie am Wochenende wieder voll. Also am nächsten Wochenende. Für das brauche ich kein Ladebooster, da reicht so ein kleiner Ladebooster mit 30 Ampere, also Eingang, Ausgang sind es dann weniger, oder ein Booster auch mit 30 Ampere. Ich brauche da nicht irgendwie einen 90 oder einen 100 Ampere Ladebooster. Dann gibt es die Leute, die gehen statt ins Berner Oberland, fahren die nach Spanien. Also wenn ich hier losfahre, habe ich die Batterie voll.
Ich fahre runter nach Spanien, von mir aus 12 Stunden oder noch mehr. Wie viel brauche ich an Strom, bis ich da unten auf dem Campingplatz bin und wieder einstecke? Ich habe noch die Solarzelle mit 100 Watt, 200 Watt vielleicht auf dem Dach. Das reicht für meinen normalen Gebrauch, was ich in einem normalen Camper drin habe. Da brauche ich an sich auch keinen großen Ladebooster. Das mit dem Freistehen irgendwo in Frankreich ist ein anderes Thema. Jetzt geht's los, ich will in diesem Fahrzeug wochenlang sein und brauche Strom. Ich koche elektrisch, ich habe Kaffeemaschine, ich habe Föhn, ich brauche richtig Dampf. Dann reicht auch nicht so eine 100 Ampere Batterie, dann braucht ihr von mir aus 200, 400 Ampere Stunden. Nehmen wir an, ihr habt 200 Ampere Stunden drin, da könnt ihr eine Kaffeemaschine im Föhn und so weiter betreiben. Technisch, von der Zeit her, vom Kochen, wird es dann schon bald wieder knapp. Also 200 Ampere, ich habe Videos gemacht, Probackmaschine betreiben und so weiter. Da müsst ihr Ladung haben. Und dann braucht ihr einen Ladebooster, dass ihr die Batterie in der Fahrzeug voll kriegt. Also wenn hier nach Spanien Urlaub, da unten stehen bleiben, eine Woche lang, da läuft der Motor da unten nicht. Da braucht ihr keinen Ladebooster. Oder einen ganz kleinen, kein Thema. Zum Wissen während der Fahrt was reinzukriegen. Also wenn ihr aber reisen möchtet, also ich fahre heute 3 Stunden, morgen fahre ich 3 Stunden, dann kriegt ihr mit so einem Ladebooster, er bringt 25 Ampere, der auch hier 30 Ampere. Dann müsst ihr 4 Stunden fahren, um die Batterie hier wieder vollbringen, 100 Ampere. Wenn ihr 200 Ampere habt, müsst ihr 8 Stunden fahren. Okay. Habt ihr aber einen Ladebooster mit 70 Ampere drin oder einen Ladebooster, der noch höher geht, dann müsst ihr anfangen, die Lichtmaschine überwachen, dass sie nicht abglüht, vor allem wenn ihr irgendwo im Stau steht, in den warmen Ländern, wenn sie keine Kühlluft mehr hat und die donnert nach hinten. Ihr könnt auch 2 solche einbauen, den hier und den zweiten dazu oder sowas hier 2-mal geht. Da ist aber wichtig, wenn ich dann die Liste verlinke ich euch unten drin. Wenn wir hier 25 Ampere ziehen, dann brauche ich 6 Quadratkabel oder besser 10 Quadratkabel bis zum Ladebooster und dann 6 Quadratkabel bis auf die Batterie. Wenn ich jetzt aber 60 Ampere bringe, dann braucht ihr schon 25 Ampere Quadratmillimeter Kabel von der Batterie bis auf den Ladebooster und vom Ladebooster weiter, weil sonst werden eure Kabel warm und das wollt ihr auch nicht. Also die meisten reichten 20 Ampere Ladebooster. Wenn ihr jetzt aber einen Bus habt, ihr habt einen Kompressorkühlschrank drin, ihr kocht mit Gas, ihr wollt mal Kaffeemaschine betreiben, das ist auch kein Thema. Wenn ihr eine Solaranlage drin habt mit 100, 200 Watt, dann kommt ihr da absolut aus und braucht keinen riesen Ladebooster. Weil der Ladebooster bringt ja nur Energie, wenn der Motor läuft. Und ihr wollt ja nicht fahren, ihr wollt campieren. Bevor ihr entscheidet, wie groß ein Ladebooster sein soll, oder ob ihr überlegt, einen größeren Ladebooster einzubauen, überlegt mal, wie viel fahrt ihr? Und wie viel Strom muss ich in dieser Zeit dann in die Batterie bringen? Weil die meisten Camper, empfehle ich lieber eine Solaranlage, 200 Watt, die kostet nicht weltbewegend. Weil wenn ich einen 60 Ampere Ladebooster reinknall oder einen 90 Ampere Ladebooster in der Größenordnung, muss ich dicke Kabel von der Lichtmaschine durchs Fahrzeug nehmen. Temperatursonde auf die Lichtmaschine,
Neue Sicherungen, richtig fette, dicke Kabel. Da seid ihr für den Einbau, sind wir da zwei Tage dran, bis so ein Ladebooster richtig verbaut ist. Ihr wisst, ein Stundenansatz, wir bei uns sind wir bei 120 Franken. Braucht ihr so einen starken Ladebooster? Oder reicht hier ein 30 Ampere Ladebooster, den ich bei Bedarf über einen Schalter oder das bestehende Trennrelais, was ich schon im Auto drin habe, wenn ich zum Beispiel die Batterie ersetze, einhänge und so einen Booster reinmache, kein Booster, sondern Lade. Das ist ein Booster und das ist ein Ladebooster. Und der Booster brauche ich zum Laden der Batterie, da mache ich euch ein Video hier oben. Ist eine andere Alternative. Also elektrisch ist sehr individuell, was ihr braucht bei eurer spezifischen Anwendung. Jedes Wohnmobil, jedes Boot wird anders genutzt, ist anders aufgebaut und jedes, ich sag mal, beim Booten ist jedes ein Prototyp. Bei Seriewohnmobilen vielleicht Kleinserien, aber die meisten Wohnmobile sind wirklich Einzelanfertigungen. Und somit sehr individuell, was jeder braucht. Und ich wünsche euch nach dem Booster-Video einen schönen Tag.